An diesem Wochenende ist die Fußball-Bundesliga in die neue Saison gestartet und dabei waren wieder teilweise Zuschauer in den Stadien gewesen. In München oder in Köln aber war der 7-Tage-Inzidenzwert zu hoch und so ist es dazu gekommen, dass diese Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und da sind wir auch beim Thema dieses Videos, nämlich wieder bei der Corona-Pandemie. Und wir wollen mal auf die Zahlenwerte zu Deutschland blicken und die sind wie üblich so gut wie tagesaktuell, also vom heutigen Sonntag, und schauen wir uns einfach mal an, wie sich die Zahlenwerte im Laufe der Woche entwickelt haben. Wenn wir zunächst einmal auf die bestätigten Fälle laut dem Robert-Koch-Institut schauen, dann sind wir bei diesem Sonntag bei 271.415 Fällen angelangt. Und der Wochenanstieg ist leider ein ziemlich hoher in dieser Kategorie, also bei diesen Zahlen, denn wir sehen es hier rechts, der Anstieg in dieser Woche beträgt über 10.000, nämlich insgesamt 11.987 neue Fälle, die eben hinzugekommen sind. Und das ist der höchste Anstieg, seit ich hier diese Tabelle rechts immer wieder pflege. Also Mitte Mai war also der Beginn etwa von dieser Tabelle und der Wert aktuell, der liegt da deutlich drüber. Und er liegt eben auch oberhalb des Wertes von letzter Woche. Und wir sind jetzt im fünfstelligen Bereich und das müsste das letzte Mal so etwa Ende April der Fall gewesen sein. Da müsste ich aber dann mal nachrechnen und nachschauen. Aber so in etwa in dieser Größenordnung müssten wir uns zuletzt Ende April befunden haben. Ja, die Anstiege von Tag zu Tag sind auch durchaus teilweise hoch. Zum Beispiel zu diesem Sonntag ist er mit 1.345 verhältnismäßig hoch für einen Sonntag. Denn zuletzt waren die Sonntagswerte immer dreistellig gewesen, jetzt mit eben diesen 1.345 ist man vierstellig. Weiterhin ist auch der Tagesanstieg zum gestrigen Samstag bemerkenswert, denn da ist der Wert um 2.297 angestiegen und das ist, wenn ich es richtig gelesen habe, der höchste Tagesanstieg seit Ende April. Also insgesamt sind die Werte von Tag zu Tag teilweise ziemlich deutlich angestiegen. An vier Tagen, nämlich von Mittwoch bis Samstag, lagen die Werte so um 2000 rum. Mal drunter und mal drüber. Da schauen wir dann auch mal am besten, wie sich das bei den 7-Tage-Fallzahl entwickelt hat. Also was die 7-Tage-Fallzahl macht. Diese Zahl berechnet man, indem man einfach die Fälle, also die neuen Fälle laut RKI innerhalb der letzten 7 Tage jeweils von einem Datum aus berechnet. Und da sehen wir, dass der Anstieg gerade auch in dieser Woche rapide war und noch immer ist. Und wir jetzt auf dem Niveau sind, wie wir, und ich habe ja eben schon mehrmals Ende April genannt, ja, wir sind auf dem Niveau, wie wir schon Ende April waren. Da allerdings war die Richtung eine andere, da ging es dann deutlich und rapide nach unten und ja, jetzt jüngst ging es wieder rapide nach oben und gerade die Art des Anstieges in den letzten Tagen zeigt, dass das Infektionsgeschehen doch wieder massiver ausgebrochen ist und im Gegensatz zu den Wochen davor, da hatten wir dann teilweise auch mal Plateaus gehabt, ist es eben momentan ganz anders und das sind nicht so gute Vorzeichen oder um es anders zu sagen, es sind nicht gute Vorzeichen für die nächste Woche. Aber mal sehen, wie sich es entwickeln wird. Bei den aktiven Erkrankten ist der Anstieg auch beachtlich mit 3.350. Wir waren am letzten Sonntag bei einer aktiven Fallzahl bzw. aktiven Erkranktenzahl bei 17.979 und sind jetzt bei 21.329. Diese Zahl, die berechnet sich im Übrigen so, dass man die Gesamtzahl der Fälle nimmt, davon die geschätzt Genesenen abzieht und die Todesfälle abzieht. Und wenn wir auf den Wochenanstieg von 3.350 blicken, dann ist der zumindest nicht der höchste seit Mitte, Ende Mai, pardon, sondern wir haben hier einmal im August noch einen höheren Wert gehabt. Aber der Wert ist gerade im Vergleich zur letzten Woche und dann eben auch in der Woche davor klar drüber und auch klar angestiegen. Wir können natürlich auch mal die aktiven Erkrankten ein bisschen rauszoomen und gucken, wann gab es ähnlich viele aktive Erkrankte in Deutschland. Und da sehen wir, befinden wir uns in etwa beim Beginn des Mai, also 5.5., da haben wir noch einen höheren Wert an aktiven Erkrankten als aktuell an diesem Sonntag. Aber wir sehen auch hier ist der Anstieg der letzten Tage deutlich, wenn man das einmal rauszoomt, wie hier sieht man das eben. Und wir sind jetzt wieder auf dem Niveau von etwa Anfang Mai oder bei anderen Statistiken zu anderen Fragestellungen auf dem Niveau von Ende April, wie wir eben gesehen haben. Blicken wir einmal auf die Bundesländer, da hat sich auch einiges getan. Wir blicken auf den 7-Tage-Inzidenzwert vom gestrigen Samstag. Dieser 7-Tage-Inzidenzwert, der berechnet sich, indem
man die Fallzahlen in einem Bundesland nimmt innerhalb der letzten 7 Tage und diese auf 100.000 Einwohner jeweils rechnet. Und da sehen wir, liegt Bayern mit 19,7 vorne. Und zwar ziemlich klar auch vorne. Der Wert ist auch im Vergleich zum Samstag davor, also zum 12. September, gestiegen von 18,5 auf 19,7. Und dahinter folgen zum einen Berlin auf dem zweiten Rang mit 17,6. Da ist der Anstieg auch sehr klar und sehr deutlich, nämlich von 14,1 ging es da hoch auf 17,6. Und dann haben wir einen geteilten dritten Rang zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Bei Baden-Württemberg ist der Anstieg von 13,0 auf 14,9. Aber noch viel klarer und viel massiver ist der Anstieg in Nordrhein-Westfalen. Da lag nämlich der 7-Tage-Inzidenzwert am letzten Samstag, also am 12. September, noch im einstelligen Bereich bei 9,0 und jetzt ist er eben auf 14,9 angestiegen. In Orange sieht man die Bundesländer, die einen zweistelligen Wert haben und ich blende jetzt mal hier rechts eben das Bild von letztem Sonntag ein, also mit den Werten vom 12. September. Und da sieht man, hat sich das Infektionsgeschehen ja doch deutlich in eine negative Richtung entwickelt in einigen Bundesländern. Wir sehen, es sind viel mehr Bundesländer jetzt orange eingefärbt. Und ja, Niedersachsen hat auch einen deutlichen Anstieg hingelegt. Das kann man auch gut sehen, von 6,6 auf 10,4. Und wir sehen also gerade hier in West- und Süddeutschland, mit Ausnahme eben von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, sind die Werte jetzt zweistellig. Wenn wir darauf blicken, in welchen Bundesländern wir die besten Werte haben, dann müssen wir nach wie vor in den Osten, mittlerweile aber besser gesagt Nordosten der Republik schauen. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Wert allerdings doch deutlich verändert im Vergleich zum letzten Samstag, zumindest für Mecklenburg-Vorpommern-Verhältnisse. Von 1,9 ging der Wert auf 3,0 hoch, sodass Mecklenburg-Vorpommern nur noch den 14. Rang oder anders gesagt den drittbesten Rang einnimmt. Brandenburg ist immer noch auf dem zweitletzten und damit zweitbesten Platz. Der Wert ist ein bisschen angestiegen, wie man sehen kann, und Sachsen-Anhalt hat das Niveau gehalten und ist jetzt an der Spitze und das Bundesland mit der niedrigsten 7-Tage-Inzidenzzahl. An dieser Stelle noch ein Wort zu Thüringen und Sachsen. Diese beiden Bundesländer haben, wie man sehen kann, auch einen Zuwachs ihrer Zahlen erlebt. Vor allen Dingen Thüringen hat deutlich zugelegt und somit liegen Schleswig-Holstein und das Saarland weiterhin besser als diese beiden Ostbundesländer. Also diese Phalanx der Ostbundesländer mit Ausnahme Berlins, die ja immer die Top-Positionen hatten, die ist mittlerweile durchaus durchbrochen, aber die Top 3 bleiben weiterhin in der Hand von Nordost- bzw. Ostbundesländern. Abschließend schauen wir jetzt noch auf die Todesfälle. Die sind hier mal vom 14. auf den 15., also zum Dienstag, etwas deutlicher angestiegen mit 12 neuen Todesfällen. Ansonsten sind die Anstiege in der Regel doch sehr moderat. Insgesamt kommen wir in dieser Woche auf 37 neue Todesfälle. Das ist nach wie vor, wie ich eben schon auch dieses Wort verwendet habe, moderat. Also nicht gerade sehr groß, oder zumindest verhältnismäßig nicht so groß. Da hält sich also das Niveau mehr oder weniger, was wir auch in den letzten Wochen schon hatten. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Sonntag und ja, genießt den Tag und dann gibt es am Mittwoch ein Video zur US-Präsidentschaftswahl.